meine Lieben, herzlich willkommen zu einem wieder auf Mileys Welt. Heute kommt leider ein Back-to-School-Video, weil ich hätte gerne nochmal 6 Wochen Ferien. Aber nein, leider bin ich die Schule, weil ich bin jetzt in der 6. Klasse auf dem Gymnasium. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal meine Sachen zeigen, weil sich vielleicht viele fragen. Ich weiß nicht, was ihr euch fragt, aber auf jeden Fall. Ich wollte einfach meine Sachen zeigen und ja. Aber zuerst, meine Lieben. Wir sind gerade im Bibi und Tina Fieber. Genau. Es gibt nämlich seit kurzem die erste Staffel Bibi und Tina auf zwei DVDs in der umweltfreundlichen Verpackung. Die Serie könnt ihr übrigens auch bei Amazon Prime streamen. Genau, aber man kann sie natürlich auch physisch kaufen. Den Link haben wir unten in der Infobox. Ja, wir haben schon 8 Folgen davon angeguckt, hat's richtig coole Lieder. Wir werden auch da jetzt noch ein Ständchen singen für euch und dann geht's weiter mit Mileys Back to School. 36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Baby wieder leiser. 36 Grad, kein Ventilator. Das Leben kommt mir gar nicht hart vor. Ihr habt gesehen, ich musste ein bisschen Text spicken. Ich habe auch noch ein Lied für euch. Crazy City Lady, magst du nicht den Cowboy als Mann? Crazy City Lady, du raubst mir wirklich den Verstand. Crazy City Lady. Träum schön weiter, Cowboy. Also ich würde sagen, wir müssen Sänger werden. Ja, ja, genau. Ich würde eher sagen, jetzt könnt ihr eure Wattebobbel bitte aus den Ohren tun. Ja. Also ihr wisst, jetzt gibt's auf jeden Fall Bibi und Tina, erste Staffel auf DVD und bei Amazon Prime zu streamen. Genau. Link ist in der Infobox. Viel Spaß beim Anschauen. Was gibt's Neues in der Schule? Neue Fächer. Latein, ja. Gell? Da freust du dich so richtig drauf. So. Ich auch, weil da kann ich Milay gar nicht helfen. Ich hatte nie in meinem Leben Latein. Ich habe nur mittlere Reife, in Klammer nur. Aber da gibt es kein Latein und ich weiß, das wird so ab der 8. wird es ziemlich heavy, weil Hackern und Schirn sind da immer dran gestrauchelt in der 8. Klasse. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt geht's halt los mit Vokabeln lernen und so. Aber habe ich schon Englisch schon. Also ist nichts anderes. Ja. So, jetzt zeigen wir euch, was wir gekauft haben. Also jetzt ich bin vor der Kamera. Peace. Okay, nein. Auf jeden Fall, wir haben 3 neue Fächer bekommen und dafür ist einfach gegangen. Genau, anstatt Geo haben wir jetzt Geschichte. In Geschichte lernt man was über die Vergangenheit der Menschen. Genau, dann haben wir Latein dazu bekommen. Ich wollte halt unbedingt Latein haben, weil mein Bruder hatte auch Latein und ich wollte das jetzt auch mal schauen, wie Latein so ist. Genau, also wir haben Latein dazu bekommen, da mussten wir so umweltfreundliche so Umschläge nehmen. Genau, und so ein Ordner, auch ein Umweltschutz. Bei den anderen habe ich Plastik genommen, aber ich könnte halt auch normal, aber ich finde halt Plastik so, da bin ich halt jetzt gewöhnt. Deswegen habe ich auch Plastik genommen, auf jeden Fall da habe ich halt Umweltschutz genommen. Ist eigentlich voll cool, weil das fühlt sich voll cool an. Genau, da haben wir ein kleines Heft. Ich nehme immer große eigentlich, weil bei klein passt nicht so viel rein. Aber ich rede schon wieder so viel. Auf jeden Fall, die neuen Fächer sind Informatik, Geschichte und Latein. Genau, über meine Schulmaterialien, genau, Englisch, habe ich mein altes Vokabelheft genommen. Weil ich finde es halt Verschwendung, jetzt so ein neues zu nehmen, weil da war halt irgendwie noch mehr als die Hälfte noch leer. Und es wäre halt dann einfach voll unnötig, das wegzuschmeißen. Weil es halt auch voll gut, da kann ich auch meine alten Vokabeln nochmal anschauen, zur Wiederholung. Sieht man das? Ja. Genau. Also, und dann haben wir es einfach so gedreht. Und jetzt kann ich das so hier und dann kann ich das so reinschreiben. Also halt voll Sinn. Genau. Dann haben wir von der Schule ein Hausaufgabenheft bekommen. Voll cool. Ich habe immer noch mein altes Mäppchen, weil es halt nicht dreckig und so. Ich finde es voll cool, weil es steht Busy und da steht halt Insta-Famous und ich finde halt, das passt voll zu mir und die Farben feiere ich auch voll. Ja, mein Mäppchen ist eigentlich nicht so besonders, da sind nur so Stifte und so drinnen. Ja, genau. Dann habe ich noch meine alte Mappe, die ist auch richtig cool. Und die ist jetzt da so ein bisschen kaputt, aber auch wenn ich jetzt eine neue geholt hätte, dann wäre die ja nach einer Woche eh wieder kaputt und ist dann auch wieder unnötig wegzuschmeißen. Ja, das hier sind meine Bücher. Die sind so schwer. Ja,
Genau, das ist unser Deutschbuch. Richtig cool, ich glaube, ich zeige dir jetzt mal nicht, weil es dauert dann zu lang, das Video. Genau, das hier sind meine Hefte. Ja, das sieht voll wenig aus, aber das ist nicht wenig, egal. Ja, hier, ich gehe jetzt mal durch schnell. Das ist mein Englisch-Heft, ein Ordner für Informatik, ein Heft für Informatik. Und wie man sieht, wir haben immer noch den alten Umschlag bei den meisten. Wie man auch sieht, wir haben einfach aus der 5 einen 6 gemacht und haben einfach das alte Fach durchgestrichen. Genau. Ich habe meine Tochter überzeugen können davon, dass es ja, sinnvoll ist, die alten Umschläge zu verwenden, weil die schauen wirklich noch gut aus. Ja. Hier an den Ecken so ein ganz kleines bisschen abgestoßen, aber kauft man sich neue, dann schaut es in einem Monat wieder genauso aus. Und auch hier gilt der Umweltgedanke, habe ich immer gedacht eigentlich. Aber bei manchen haben wir so neue gekauft. Ja, so 50% ungefähr haben wir alte verwendet. Ja. Nur die haben wir alle neu gekauft, diese Schnellhefte, also weil die immer so schnell so faltig werden, ja, und so geil und so ein bisschen schmuddelig und abgenutzt. Genau. Dann haben wir in Geschichte haben wir einen braunen Ordner, dann ein Heft noch in braun. Genau, wir hatten in Geo hatten wir in der 5. auch braun, aber wir hatten kein Heft dazu. Dann in Deutsch in Rot ein Schnellhefter, dann zwei Hefte, auch in Rot, eins zum Hausaufgaben machen und eins in der Schule, um Sachen reinzuschreiben, zum Beispiel neue Themen und so, auch sehr schlau. In Mathe konnten wir uns entscheiden, ob wir einen durchsichtigen Einband wollen oder einen blauen. Wenn wir einen durchsichtigen gewählt hätten, dann könnte man da so selber was malen, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul und zu malen. Deswegen habe ich einfach blau genommen, ja. Genau, da haben wir auch einen Schule für ein Hausaufgabenheft und einen blauen Ordner. Schnellhefter meinte ich, um da Sachen rein zu tun. Dann in Musik, ja, da habe ich schon was reingeschrieben. Genau, an dem Ordner. Sieht ihr aus wie reingekritzelt? Nein. Und dann haben wir genau noch den Umweltschutzordner für Latein. Da ist ein Steckbrief über mich. Der erste Steckbrief in Lateinisch. Hier, falls Leute Latein wählen. Das ist Latein. Hier. Genau. Das war's eigentlich schon, gell? Und noch ein Heft. Milay verwendet im Moment einen Rucksack als Schulranzen. Der ist voll cool, der ist halt cooler wie ein Schulranzen, gell? Der ist halt kommt nein, mal langsam in das Teenie-Alter und so. Lass und was Geld natürlich will. Nicht fehlen darf, das habt ihr wahrscheinlich die meisten Bundesländer auch. Eine Ersatzmaske. Ja, und weil meine dabei. Wird immer so schwitzig und es ist dann voll eklig. Im Moment, also in Bayern ist es ja so, das ist ja nicht überall so, im Unterricht muss man auch die Maske tragen, gell? Das ist so, Schulsystem ist so, wir haben zwei Pausen, wegen Corona haben wir zwei. Zwei größere, gell? Nein, zwei 15 Minuten lang. Ah, was? Wie viel? 15. Ja, ja, 50 verstanden. Das wäre ein bisschen viel, oder? Das wäre eigentlich voll cool, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu lang. Genau. Ja. Was noch? Hier unter unserem Tisch hier haben mehr wir Sachen als normal. Die ganzen Matheunterlagen aus dem letzten Jahr, weil wir waren eigentlich schon recht fleißig. Wir lernen halt so jeden Tag so eine Stunde ungefähr. Ja, zum Teil haben wir bis zu zwei Stunden, gell? Ja, zwischen einer und zwei Stunden machen wir jetzt schon seit 8 Tagen. Mit einem Tag haben wir Pause gemacht. Nein, seit 2 Wochen. Und ja, so eineinhalb Wochen, ja so. Oh mein Gott, der Tisch. Ja, hat aber auch schon geholfen, gell? Ja, wir haben was wiederholt und ich war voll erstaunlich. So, das Thema haben wir wiederholt und hätte ich das jetzt nicht gelernt, wäre es mir nicht schwer, aber das wäre mir dann nicht so gelungen, so leicht, so. Jetzt kann sie sich halt melden in der Schule, weiß ich, ja, weil wir das erst vor ein paar Tagen alles wiederholt haben, ziemlich ausführlich. Was wir vorgestern wiederholt haben, haben wir heute in der Schule geprobt. Es war einfach voll leicht. Ich könnte jetzt fast Mathelehrer machen, weil ich weiß so. Den kompletten Stoff aus an der alle, die in die erste Klasse kommen oder so, hier, ihr könnt mein Papa nicht lernen. Übrigens, und in der 6. kommt jetzt wahrscheinlich bei euch auch, wenn ihr in der 6. seid, Bruchrechnen. Also im Gymnasium. Und ich zeig euch jetzt mal was, schaut mal. Da kann ich ihr noch helfen, das kann Schaut mal. Das hier, oh Gott, ist unser Mathebuch, ja? Schaut mal, wie dick das ist. Und jetzt zeigt ihr euch mal, wie viel davon Brüche sind. Ich habe gestern geschaut, ja, das geht ziemlich weit, also fast 50% des neuen Schulbuches in Mathematik ist nur Bruchrechnen. Ich zeig jetzt mal. Die Hälfte vom Buch sind einfach die Seite hier, ja, ist alles Brüche. Also,
Wenn man Brüche kann, habt ihr schon mal das Hälfte Schuljahr. Wie gesagt, mich freut's, da kann ich ihr noch was zeigen und so. Aber danach kommt auch ein Thema, das ich weiß, so Flächenberechnung und so. Das ist das Flächeninhalt, was ihr dieses Jahr komme ich noch mit, ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Genau, dann haben wir Flächeninhalt so, dann kommt Volumen. Und ja. Dann, ja, und dann kommt noch irgendein... Das interessiert sich nicht so. Prozentrechnung und dann fertig. Die meisten wollen von Schule, nach der Schule nichts mehr hören, ne? Ja. Und das ist unser Latein-Ding. Kann man das zeigen? Ja. Hier. Der nicht Caesar. Amadeus. Caesar. Wie heißt der? Caesar. Adiamus. Nein, der heißt Caesar. Der Caesar. Soll ja. Das der Caesar sein? Ja, ich kann es nicht aussprechen. Okay. Also, meine Lieben, jetzt wollen wir das nicht künstlich in die Länge ziehen. Das war unser Back-to-School-Video. Ja. Wir haben ein bisschen vergessen zu filmen, was wir eingekauft haben, aber das habt ihr jetzt gesehen. Habe ich vergessen zu filmen. Gell? Hätten wir eigentlich gestern machen sollen. Ich habe gehofft, heute kommt noch was dazu, aber es kam nichts dazu, also machen wir unser Video so. Ich muss jetzt noch Hausaufgaben machen, wir haben in Latein und Vokabeln. Und dann lernt ein bisschen ja, so, Mathe noch. So 5 Minuten lang, ne, Spaß. Und wenn wir das geschafft haben, dann gibt es noch die letzten 2 Folgen. Bibi und Tina. Amadeus und Mozart. Nein, was für Mozart? Was für Mozart? Passt das gerade, weil Amadeus und Mozart, Amadeus und Sabrina... Bibi und Tina, genau. Pferde tapfer schwingen überm Wasser, graben über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Bibi und Tina, Marius und Sabina, die jagen im Wind, die reizen im Schwind. Sehe ich noch gar nichts. Was? Der Wuschel ist bei mir im Weg, schaut mal. Ich muss hier vorbeischauen dran. Ich sehe gut. Bin mal zu weit. Jo, also wie wir gesagt haben, wir schauen heute nur die letzten 2 Folgen an. Das ist Folge 9. Wie hieß sie jetzt? Freunde sind auch Familie. Okay. Ich schaue natürlich mit. Mir gefällt das. Das Titellied kann ich schon langsam nicht mehr hören jetzt. Hä? Wir lieben das. Ich weiß. Wir lieben das. Und dann singen sie immer noch mit, auch noch. Ja, klar. Da, schau. Bauernhof. Was geht's? Martinshof. Alles nur kaputt. Oh, so schöne Tiere, guck mal. Müsst ihr reinschauen. Genau. Zeigen wir euch nicht. Müsst ihr euch mal anschauen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt. Papa, das sind die Pferde. Ja, reden ist einfach für die. Soll ich euch mal zeigen, was passiert, wenn wir das nicht machen? Ah. Verkaufen. Spinnst du? So, und jetzt stört uns nicht weiter. Wir sagen jetzt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Daumen da lassen, abonnieren und Glocke nicht vergessen. Aktivieren. Tschüss. War, ja, mein nächstes Co-Video kommt. Ich werde euch jetzt zeigen, so. Ich weiß nicht, was ich euch zeige. Also. Oh, jetzt kommt's. 36 Grad. Und es wird noch was. Wenn jetzt ernsthaft. Hey. 1, 2, 3. Crazy City Lady, magst du nicht einen Cowboy als Mann? Crazy City Lady, du magst mich irgendwie verrückt oder so, geht der Text weiter. Komm nochmal.